habe dich im Blick. Gut, du bist pünktlich. Ich habe die Beweise alle noch einmal gründlich analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Ularu ist der Maulwurf. Später. Ich melde mich bei ihr. Aber vorerst muss sie in ihrem Versteck bleiben. Allerdings. Ich habe Masako gebrieft und ihr weiteres Vorgehen besprochen. Wir sind uns einig, dass Ularu schuldig ist, brauchen aber klare Beweise, bevor wir den Vorstand informieren. Vorerst lassen wir alle glauben, dass Imogen der Maulwurf war und die Situation geklärt ist. Imogen ist klug. Sie hat unter Garantie einen guten und sicheren Unterschlupf gefunden. Vermutlich sieht sie das Ganze sogar als bezahlten Urlaub. Bestimmt chillt sie irgendwo auf einer Couch und binget all die Filme, für die sie bisher nie Zeit hatte. Ja, aber ohne ausreichende Beweise könnten andere das für irrational halten. Masako hat Ularu beauftragt, das Programm zum Sturz von Infinity Ltd. zu schreiben. Wir glauben, dass sie die Gelegenheit nutzt, Masako innerhalb des Programms zu belasten. Das dürfte uns die nötigen Beweise liefern. Du wirst mit der Mission beauftragt, Infinity zu infiltrieren. Bevor du also gehst, bring mir bitte das Programm. Wenn ich auf keiner einzigen Slate versteckten Code finde, gehöre ich gefeuert. Ularu hat hier nur begrenzte Möglichkeiten, etwas zu verstecken. Und sie wird nicht davon ausgehen, dass ich überhaupt nachsehe. Gut. Sobald Ularu denkt, dass sie jeden Verdacht von sich abgelenkt hat, ist sie sicher kühn genug, um etwas in dem Programm zu verstecken, das sie schreibt. Also, gehen wir zu dem Meeting. Wir sind heute hier, um über einen Sicherheitsverstoß zu informieren. Wir haben einen Maulwurf enttarnt, der Informationen zum Dominion-Projekt an Infinity Ltd. geleakt hat. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Bitte sagt nicht, dass es Vina ist. Sie ist ja verdächtigerweise abwesend. Bevor weiter spekuliert wird, nein, es ist nicht Vina. Die Schuldige ist Imogen Salso, zu meiner großen Enttäuschung. Unser Agent hier hat Beweise dafür gesammelt. Dalton, wie kann so etwas passieren? Imogen ist extrem gut ausgebildet, wie Ularu bezeugen kann. Wir fordern die Besten. Das hat aber seine Gefahren. Ich habe zwar gut ausgebildete Agents, aber für die Sicherheit bist du zuständig, Dalton. Das ist ein schweres Versagen deinerseits. Ich übernehme die Verantwortung, aber vergessen wir bitte nicht, dass der Maulwurf bereits eliminiert ist. Natürlich. Dank eines weiteren meiner Agents. Denkst du? Imogen ist Geschichte. Dieses Gezänk ist zwecklos. Mich kümmert nur, wie wir unser Eigentum zurückerlangen und wie viel Geld das uns kostet. Vina stellt gerade den Prototypen für den internen Neuroamp fertig. Unser Agent erhält das Implantat, infiltriert Infinity Ltd. und stellt sämtliche Forschung sicher. Ich weiß aus guter Quelle, dass ihre Experimente zum Nachbau der fehlenden Teile unserer Arbeit mehrere Menschenleben gefordert haben. Tödliche Tests an Menschen und Auftragskiller? Davon erholt man sich nicht. Zumindest nicht mit Infinitys Rechtsteam. Ich würde vorschlagen, dass wir die Beweise David von SNN geben. Das ist die beste neutrale Methode, die Informationen öffentlich zu machen. Das wäre mir eine Hilfe. Gut, dann David. Masako, der interne Neuroamp ist bereit, wenn du die Versuchsperson schicken willst. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Man hat immer eine Wahl. Man muss nur entscheiden, mit welchen Konsequenzen man lieber lebt.
Wiener wartet im Neuroamp-Labor in der F&E-Abteilung auf dich. Wenn du fertig bist, komm in mein Büro. Dann besprechen wir die Details zu deinem nächsten Einsatz. Guten Tag. Das könnte das wichtigste Meeting meiner... Wirklich alles okay? Du warst so schnell. Überprüf die Dosis noch einmal. Dehydriert. Ich empfehle die sofortige... Ha, da ist dir unser Glückspilz. Bist du bereit, eine unglaubliche Reise anzutreten? Der interne Neuroamp ist gewissermaßen der nächste Schritt unserer Einflussverstärker. Er verleiht dem Nutzer die Kontrolle über ein weniger dominantes Ziel, was starken Einfluss über dessen Gedanken und Taten ermöglicht. Genau genommen ist das noch nicht geklärt. Es ist nicht legal, aber für solche Entscheidungen sind wichtigere Leute als du und ich zuständig. Absolut. Es gibt Ryujin Industries einen riesigen Vorteil über die Konkurrenz. Also dann, können wir loslegen? Hey, auch wenn uns die Option nicht gefallen, eine Wahl haben wir. Erst gehen wir ein paar Details durch. Du kommst natürlich unter Narkose. Ich werde einen kleinen Schnitt am Hinterkopf machen, wo der interne Neuroamp eingepasst wird. Die ganze Operation dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Danach bist du fast sofort wieder fit. Falls DeMarcus alles richtig eingegeben hat, versteht sich. Ich sage doch, ich habe alles 4-mal überprüft. Hey, ich ärgere dich nur, weißt du doch. Außerdem muss ich meine Versuchsperson beruhigen. Es gibt so gut wie keine Risiken, vorausgesetzt dein Gehirn ist nicht atypisch und du reagierst nicht negativ auf die Narkose. Bei Problemen brechen wir sofort ab und sehen uns andere Kandidaten an. Okay, gut, verstanden. Also leg dich einfach auf den Tisch, wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Alles klar, dann kann die Party ja steigen. Endlich aufgewacht, Schlafmütze? Die Operation war ein Erfolg, offensichtlich. Wenn du wieder ganz da bist, sag Bescheid, wie es dir geht. Also, wie geht's dir? Gut siehst du aus. Ein gewaltiger Erfolg. Keine Überraschungen, keine Anzeichen einer Abstoßung. Perfekt. Jetzt können wir nur noch Daumen drücken, dass es keine unbekannten Langzeitfolgen gibt. Genauso soll das auch sein. Ein paar Hinweise, bevor du den internen Neuroamp nutzt. Erstens, du kannst immer nur eine Person beeinflussen. Und zweitens, hält der Effekt nur kurze Zeit an. Bedenke das in einer Kampfsituation. Sagen wir einfach, es hängt vom Nutzer ab. Das größere geistige Leistungsvermögen mancher Menschen kann die Dauer des Effekts verlängern. Toll! Dann testen wir das Baby doch gleich mal. DeMarcus stellt sich als Versuchsperson bereit. Unser Testregime war so streng, dass im Grunde überhaupt gar kein Testrisiko mehr besteht. Die größte Unbekannte war es, die perfekte kompatible Legierung für das Implantat zu finden. Extern läuft die Technologie schon lange. Er kennt die externen, aber er hatte noch keine Gelegenheit, bei diesem Gerät das Versuchskaninchen zu spielen. Er ist bereit und wartet in der Testkammer. Wenn du also deinen Neuroamp testen willst, geh einfach über die Treppe aufs Observationsdeck.
Das war unglaublich. Wie war es? Oh, wie soll ich das beschreiben? Eben war ich noch aufgeregt, wie das Experiment läuft. Und im nächsten Augenblick bin ich kurz desorientiert und denke, ich habe wohl den Faden verloren. Es war irgendwie ganz natürlich. Und ja, wie du vorhergesagt hast. Ich wusste es, ich wusste es. Ich kann endlich meine neueste Dissertation fertig schreiben. Und du schuldest mir 100 Credits. Ich beobachte mich jetzt rund um die Uhr. Bin gespannt, ob es noch andere Nebenwirkungen gibt. Also erzähl, wie hat es sich angefühlt? Gab es Nebenwirkungen? Tja, zum Glück ist das nicht deine Entscheidung. Du weißt aber hoffentlich, dass du hier von meinem Lebenswerk sprichst, ja? Ich würde es sogar die größte Errungenschaft der besiedelten Systeme nennen. Ryujin wird sich nicht so leicht davon trennen. Es war faszinierend. Ich habe mich nur kurz ein wenig desorientiert gefühlt. Eine erstaunliche Technologie. Kein bisschen, aber es könnte schon merkwürdig sein, wenn ich mich so desorientiert fühle und dann in einem anderen Raum wieder aufwache. Wir führen aber definitiv noch weitere Tests durch. Es gibt unzählig viele Szenarien zu bedenken. Solche Ausnahmefälle muss grundsätzlich der Vorstand klären. So eine Technologie ist natürlich immer mit viel Bürokratie verbunden. Ganz besonders, was deinen Job angeht, ja. Außerdem hat man nicht komplette Kontrolle. Sind die Moralvorstellungen oder Überzeugungen eines Subjekts stark genug, gibt das Fehlerstellen. Allerdings war es äußerst interessant, welche Aktionen unsere Subjekte sich selbst gegenüber rechtfertigen. Okay. Ich würde gern den ganzen Tag über das Potenzial meiner genialen Erfindung plaudern, aber Masako will dich sehen. Du hast offenbar eine Mission zu erledigen und DeMarcus und ich müssen unsere Berichte schreiben. Geh lieber zu DeMarcus. Der quatscht einfach. Wenn der Deal platzt, war's das. Ah, da bist du ja. Nachdem du jetzt mit dem internen Neuro-Amp ausgerüstet bist, wird es Zeit, ihn einzusetzen. Wir schleusen dich bei Infinity LTD ein. Jetzt lernt Lucas Drexler, warum man Ryujin Industries lieber nicht bestehlen sollte. Gut, Yuko hat uns einen Grundriss von Infinity LTD beschafft. Du hast bei dieser Mission zwei Optionen. Wir stellen dir die Mittel für beide bereit. Option A, du kommst über den Wartungszugang auf dem Dach ins Gebäude. Option B, du bekommst eine falsche Identität und wir arrangieren ein Meeting. Bei Option A musst du die ganze Zeit unter dem Radar bleiben. Bei Option B hast du ein Mindestmaß an Tarnung, das dich durch Reden zu deinen Zielen führt. Natürlich nicht. Das Meeting ist nur ein Vorwand, um hineinzukommen. Dein Gastgeber verspätet sich leider und du musst im Wartebereich warten.
Von dort aus gehst du dann auf die Chefetage oder in die F&E-Abteilung. Ich hoffe nur, deine schauspielerischen Fähigkeiten reichen aus. Also je nachdem, welche Option du wählst, bist du entweder im Wartungsgang oder in der Marketingabteilung. Von dort aus hast du drei Ziele. Das erste Ziel ist der Computer von Lucas Drexler in seinem Büro auf der Chefetage. Zweitens, Faye Sansavans Computer in der Forschung und Entwicklung. Drittens, du musst ihren Prototypen beschaffen, auch aus der F&E-Abteilung. Wie du siehst, hast du mehrere Ebenen vor dir. Das wird also wohl ein ziemliches Abenteuer. Freie Hand hast du nur auf der Marketing-Etage. Infinity ist zwar geizig, aber sie wissen auch, dass ein Mindestmaß an Sicherheit zwingend nötig ist. Ein guter Agent kriegt das mühelos hin. Also, ich habe Ularu ein Programm schreiben lassen, das du auf Lucas und Faye's Computer ausführen musst. Sie erklärt dir die Details. Sobald wir Infinity LTD auffliegen lassen, werden ihre gesamten Daten genau unter die Lupe genommen. Die Öffentlichkeit soll nur erfahren, dass sie Söldner angeheuert und ungenehmigte Tests an Menschen durchgeführt haben. Dominion muss geheim bleiben. Ich habe ein Aufseherprogramm geschrieben, das alle Beweise sammelt, die wir benötigen, und gleichzeitig alles löscht, was mit Ryujin und dem internen Neuroamp zu tun hat. Alle, die sich auf Lucas' Seite stellen, würden wegen Beihilfe oder sogar als Komplizen verurteilt werden. Sie werden ihre Karriere nicht torpedieren wollen. Und was Lucas angeht, wenn er reden und dadurch auch noch Industriespionage gestehen will, nur zu. Aber wer würde ihm das noch glauben? Also wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Ein Aufschrei über Morde würde von unserem Ziel ablenken. Wir wissen von Simon Ritschek, wie man die Zivilisten aus dem Gebäude evakuieren lassen kann. Du kennst ihn ja bestimmt noch von Cydonia. Infinitys Wartungscrew ist unterbesetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Druckventil zu lange unkontrolliert bleibt und sie ein Riesenproblem haben. Wenn der Druck zu sehr ansteigt, kommt es in allen Stockwerken des Gebäudes zu Gaslecks, wodurch automatisch ein Evakuierungsalarm ausgelöst wird. Simon hat uns die Zugangsdaten für ihren Steuercomputer beschafft. Du kannst also das Heizungssystem ausfallen lassen. Ganz meine Meinung. Du bekommst außerdem einen Dienstanzug. Das macht es ihnen schwerer, dich zu entdecken. Diese Anzüge sind eigentlich den Rang höheren Agents vorbehalten, aber wir wollen das Risiko minimieren. Tja, du bist noch hier. Allzu nötig hattest du ihn also wohl nicht. Wenn du das Overseer-Programm ausgeführt und den Prototypen sichergestellt hast, musst du nur noch die Slate zu David Barron in der SNN-Redaktion bringen. Gib ihm notfalls genügend Informationen, um sein Interesse zu wecken, ohne dabei Ryujin zu erwähnen oder zu sagen, wer du bist. SNN arbeitet oft mit anonymen Hinweisen. Sie werden eigene Recherchen anstellen, um die Geschichte zu bestätigen. Ich auch. Also, noch irgendwelche letzten Fragen? Du hast nur Zugang zur Marketing-Etage. Ein Termin ist kein Freifahrtschein. Je nachdem, ob du das Gebäude evakuieren lässt oder nicht, bekommst du es mit Wachleuten zu tun, ähnlich wie hier bei uns. Du könntest auch auf automatische Verteidigungsgeschütze stoßen, also sei vorsichtig. Viel Glück und erstatte mir persönlich Bericht, wenn du zurück bist. Hier sind Simons Zugangsdaten, dein Dienstanzug, das Overseer-Programm und deine Tarnidentität. Deine Deck-ID-Karte verleiht dir Zugang vom Dach und zum Aufzug. Damit kommst du also ins Gebäude. Vermassle das nicht, Skylar Lumen. Die wissen schon, wie sich ihre Kunden hier wohlfühlen. Hast du das Programm?
Ularu wird diese Gelegenheit ausnutzen wollen. So, lass mich mal sehen. Ah, die Entschlüsselung ist auf etwas gestoßen. Da steckt etwas drin. Das ist genau, was wir brauchten. Diesem Code nach hatte Ularu vor, es durch falsche Beweise so aussehen zu lassen, als würde Masaku mit Lucas zusammenarbeiten. Hättest du dieses Overseer-Programm ausgeführt, wären eine Reihe von gefälschten Nachrichten in das Netzwerk von Infinity Ltd. geladen worden. Masaku soll sogar Lucas zu frühzeitigen Versuchen an Menschen ermuntert haben. Ich werde die nötigen Dateien von dieser Slate kopieren und dir eine neue geben. Das Original muss als Beweis gegen Ularu unangetastet bleiben. Alles klar. Jetzt haben wir endlich die nötigen Beweise für Ularus Verrat. Ohne jeden Zweifel. Selbst wenn du den Upload bemerkt hättest, hätte das Programm nicht angehalten werden können. Es wäre zu spät gewesen. Genau. Und hättest du das Programm nicht zu mir gebracht, hättest du selbst diese gefälschten Beweise bei Infinity eingeschleust. Ohne diese gefälschten Beweise erwartet Ularu eine große Überraschung. Sie kann es sicher gar nicht erwarten, dass der SNN den Bericht über die Vergehen von Lucas Drexler und Masaku ausstrahlt. Hier ist die neue Slate mit dem aktualisierten Overseer-Programm. Lass uns diese Sache richtig zu Ende bringen. Mach hier keinen. Ich persönlich darf leider keine Termine vergeben. Guten Tag, bist du für einen Termin hier? Ah, so ist es, für Lumen Interactive. Dieser Aufzug bringt dich hoch zum Marketing. Wenn du dort ankommst, sprich mit Aelis Ortis. Er sitzt dort am Empfang und wird dir gerne weiterhelfen. Willkommen bei der Marketingabteilung von Infinity Ltd. Desi hat mir gesagt, dass du kommst. Setz dich doch bitte. Setz dich doch bitte. Ich werde Miss Hart mitteilen, dass du hier bist. Ich lasse Miss Hart wissen, dass du hier bist. Der Pausenraum und die Badezimmer sind gleich um die Ecke. Du kannst die Einrichtungen gerne nutzen, während du wartest.
Meine Geduld ist am Ende. Ich rufe die Security. Die Menschen in den United Colonies müssen ihrer wichtigsten Nachrichtenquelle vertrauen können. Kann ich helfen? Nun, das werde ich beurteilen. Worum geht es in dieser Story denn? Na schön, ich sehe es mir an. Möchtest du mir verraten, wie du an diese Beweise gekommen bist? Natürlich. Ich hoffe nur, dass deine Quelle auch wirklich verlässlich ist. Nun, dürfte ich wenigstens einen Namen angeben? Ja, das war zu erwarten. Solange die Beweise hinreichend und verifizierbar sind, sollte der Bericht innerhalb einer Stunde rausgehen. Jetzt entschuldige mich. Schließlich habe ich etwas zu tun.
Der SNN hat noch nichts gemeldet. Kommen wir also erst zu deinem Bericht. Solange es gute Nachrichten sind, kann ich über diesen Ton wohl hinwegsehen. Und wie lief es mit dem Neuro-Amp? Das dachte ich mir. Jetzt müssen wir also warten, bis der SNN die Story ausstrahlt. Sobald die Story raus ist, wird der Vorstand besprechen, wie wir mit Infinity verfahren. Nur zu, Maeve. Der SNN-Bericht wird ausgestrahlt. Soll ich ihn übertragen? Ja, danke sehr. Gegen Infinity LTD und Lucas Drexler wurde gerade aufgrund mehrerer Vergehen ermittelt. Darunter Auftragsmorde, unerlaubte Versuche an Menschen und Wirtschaftsdiebstahl. Vertreter sowohl der UC als auch des Freestar Collective wurden bereits zu einer Station von Consolidated Mining sowie zur Klinik entsandt. An beiden Orten soll es zahlreiche Opfer gegeben haben. Hintergrund von Drexlers Tat war scheinbar die geplante Veröffentlichung eines von einem Rivalen gestohlenen Produkts. Details zum Produkt und dem betroffenen Rivalen sind noch unbekannt. Es berichtete David Barron, SNN. Perfekt. Mit diesen Enthüllungen haben wir Infinity in der Mangel. Das Meeting beginnt gleich, aber ich möchte dich bitten, unsere Option mit den anderen Mitgliedern zu besprechen. Der Unternehmenswert von Infinity wird jetzt abstürzen. Und wir können die Öffentlichkeit etwas mehr für uns gewinnen. Infinity wird vor den Augen der Öffentlichkeit zerbröckeln. Das Unternehmen hat tausende Angestellte, die sich jetzt um ihre Jobs sorgen. Und das ist unser Stichwort. Erst kritisieren wir scharf die Führerschaft, dann drücken wir den unschuldigen Angestellten unser Mitgefühl aus. Dann bieten wir ihnen die Übernahme an. Ganz genau. Natürlich werden wir unter den Angestellten die Spreu vom Weizen trennen und mit der Zeit unnötigen Ballast abwerfen. Indem wir Infinity übernehmen, schalten wir einen Rivalen aus, erhalten ihre besten Angestellten und Verträge und stärken gleichzeitig unser Ansehen. Unsere vorläufigen Einschätzungen waren äußerst vielversprechend. Die Basis in New Atlantis spricht für Infinity. Sicher arbeiten viele brillante Köpfe schon allein dort, weil sie den Standort vorziehen. Außerdem gibt es immer ein paar Leute, die glauben, ein Zeichen damit setzen zu können, dass sie nicht für Ryugen arbeiten. Als ob andere Unternehmen besser wären. Es ist die richtige Wahl. Für Ryugen. Deshalb möchte ich, dass du den Rest des Vorstands überzeugst, dass das der richtige Weg ist. Einige sehen das vielleicht anders, aber du hast das perfekte Werkzeug, um sie umzustimmen. Genau dafür ist die Technologie gedacht. Und das Beste ist, dass sie es nicht mal merken. Meinetwegen. Ich überlasse es dir, ob du den Neuroamp nutzt. Aber ich will Resultate. Die Vorstandsmitglieder bereiten sich wohl in ihren Büros vor. Vina ist auch hier und wartet, dass das Meeting startet. Wir brauchen mindestens die Hälfte der Stimmen auf unserer Seite. Bei Gleichstand fälle ich die Entscheidung. Du schaffst das schon.